Einen wunderschönen guten Morgen, einen zauberhaften Tag wünsche ich dir. Schön, dass du und dass ihr wieder alle mit dabei seid für den heutigen Tagesimpuls. Und heute Portaltag. Gestern hatten wir das Monatsportal. Für mich dann auch immer ein Portaltag. Es ist halt einfach eine riesengroße Energiewelle. Und heute dann noch einmal ein klassischer, in Anführungsstrichen, Portaltag. Wir gucken rein mit den Tarotkarten, ihr Lieben. Was ist für heute, den Freitag, wichtig und wertvoll? Was ist heute wichtig? Ui, schau mal, der König der Kelche, die Königin der Stäbe. Und wir haben hier das Ass der Kelche und den Eremiten. Ist das nicht spannend? Gucken wir nochmal eben, ob eine Herausforderung des Tages heute kommt. Jawohl. Der Ritter der Stäbe und der Ritter der Kelche, also Feuer und Wasser, haben wir hier ganz extrem liegen. Der Tagestipp, die drei Münzen, die zwei Münzen und die sechs Kelche. Also, was ist heute erst einmal wichtig? Und schaut mal. Die unterliegende Energie, die zehn Schwerter. So, ich habe ja gestern schon die zehn Schwerter in der Legung gehabt und habe gesagt, ich empfinde die zehn Schwerter bei der gestrigen Legung als diese Lichtcodes, die jetzt kommen. Diese Lichtcodes haben dich aufgefüllt. Es ist die neue Energie, diese neue hochschwingende Energie, an die du dich vielleicht auch erstmal gewöhnen darfst, die dich einmal ein bisschen zu Boden drückt, weil eine Neuordnung stattfindet. Heute lädt uns der König der Kelche und die Königin der Stäbe natürlich ein, hier die Königsenergie walten zu lassen. Zum einen die Klärung deiner Emotionen, zum anderen diese neue Kreativität und wirklich dir den Raum geben für deine Visionen. Das Loslassen von Ahnenthemen, von alten Emotionen, die du mitträgst. Und wir sind gerade in der karmischen Bereinigung. Das war die ganzen Tage schon so. Und das ist auch jetzt noch mal ganz aktiv, was hier liegt. Die Herausforderung ist hier nicht mit dem Kopf durch die Wand oder vielleicht auch wirklich, ja, König der. Also es geht darum, die Herausforderung, nicht einen Schritt zurückzumachen in deiner aktuellen Frequenz. Wir haben hier die Königsenergien auf beiden Ebenen, Feuer und Wasser, Yin, Yang. Und dann haben wir hier natürlich die Energien von den Rittern. Die Rittern stehen unter den Königen. Und die Ritter machen so ihr Ding. Ja, die gehen so raus in die Welt. Hier heißt es aber gerade Innenschau betreiben. Du musst gerade nicht raus in die Welt, um deine Vision großartig rauszuhauen, sondern hier findet gerade eine Ahnenheilung, eine generelle Heilung in dir statt. Dieses Bewusstwerden für dich. Hier, sie hat einen Mantel an. Er hier sitzt für sich, ja, in den Gezeiten des Meeres. Und das ist wirklich dieses Kommen und Gehen, dir die Aufmerksamkeit zu schenken. Was ist heute wichtig? Die drei Münzen, gemeinsam etwas zu machen oder aber auch in Kombination mit den sechs Kelchen, erkenne die Lernaufgabe. Eine vergangene Lernaufgabe, auch deiner Ahnen, mit denen du jetzt jonglieren darfst, wo du einen Teil auf die Reise bringen darfst, hinter dir lassen darfst und versuch wirklich da in die Leichtigkeit und in den Frieden zu kommen. Erkenne diese Arbeit, die du gerade tätigst, diese Chance auf diese Heilung für dich. Es geht wirklich um deine Heilung mit dem Eremiten, dass du zu deiner eigenen Lichtsäule wirst und immer wieder erkennst, dieses tiefe Beleuchten, was wir heute haben. In den Tiefen deiner seelischen und emotionalen Schwingung, in den Tiefen der Ahnen. Ja, super. Meine Stimme zeigt mir schon, könnte auch mein Thema gerade sein. Also wirklich in der Dunkelheit einmal beleuchten und für dich einen Wegweiser erkennen. Und zwar öffne dein Auge für deine Heilung. Erkenne die Mondphasen, komm in das Gleichgewicht mit den Mondphasen und das, was du gerade als harte Arbeit, also was holst du gerade aus dem Feuer und hältst in deinen Händen? Welches ehrenvolle Erbe deiner Ahnen,
aber auch deiner Vergangenheit aus dem jetzigen Leben darfst du hier wirklich in den Händen halten als dein Geschenk. Und welche beiden, wo du gerade wirklich, ja, das ist so ein bisschen dieses eine Brücke schlagen. Ja, ich habe hier nicht, dass du gerade irgendwie unsicher bist. Für einen Teil wird es vielleicht die Unsicherheit sein. Hey, was mache ich denn jetzt? Aber für die meisten empfinde ich hier, das ist wirklich, ich schlage eine Brücke zu dem vergangenen Wissen meiner Ahnen und aktiviere diese Weisheit jetzt in mir über diesen Regenbogen. Nehme ich die Qualität aller Emotionen wahr, die Qualität aller Begegnungen. Und ich möchte dir in der Tat noch ein bisschen tiefer heute etwas auf der Seelenessenz mitgeben. Dazu nutze ich die Engels-Lenormand-Karten, die habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Und da ich gestern irgendwo im Kommentar gelesen habe, ob die alle gratis sind, nein, wüsste ich jetzt auch nicht, warum das so sein soll. Es sei denn, es gibt gerade ein Angebot bei den Kartenherstellern. Es ist einfach der Link, der dich zu Amazon führt, weil die Frage immer häufig im Raum stand, hey, welches Kartendeck wählst du? Und das ist für euch ein sehr bequemer Weg, den ich mir einfach gedacht habe, gehe ich mal in die Umsetzung und verlinke euch die Decks. Also dürft ihr die ganzen wunderschönen Karten und Kartenhersteller, mir fällt das Wort gerade nicht ein, einfach mit eurem Energieausgleich hier supporten, weil sie bringen euch ja auch wunderschöne Energie in Form von Karten und dann darf Geld fließen. Wir gucken einmal in einer Neunerlegung. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los mit der Stimme? Wir gucken mit einer Neunerlegung ein bisschen in deine Seele und aktivieren mal die Engelskraft. Und wir starten mit einer Botschaft der Engel an dich. Und ich glaube, dafür darf ich einmal hier ein bisschen Platz machen. So. Das zweite ist der Seelenwunsch. Packen wir die Botschaft hier hin. Der Seelenwunsch. Was wünscht sich deine Seele? Dein jetziger Seelenweg. Ja, der zeigt sich schon. Guck mal, es ist der Seelenweg, wirklich hier in das Glück der Freude zu folgen, im Einklang mit dem Augenblick zu sein. Dann geht es weiter, den Ratschlag für deine nächsten Schritte. Der Ratschlag für deine nächsten Schritte aus der wundervollen Welt deiner Engel. Und diese Karte nehme ich als Zusatzbotschaft. Was sind deine verborgenen Gaben? Was sind deine verborgenen Gaben? Dann geht es weiter mit einer Kristallenergie. Dieser Seelenstein unterstützt dich bei deinem Weg. Wir gucken ein bisschen in die Vergangenheit und schauen uns den Seelenweg der Vergangenheit an. Das heißt, diese Erfahrungen hast du schon im Gepäck. Diesen Weg bist du bereits gegangen. Welcher Engel ist an deiner Seite? Und wir gucken jetzt die Engelsversion oder die Vision. Was visionieren die Engel für dich? So, mitschwingt ist auf jeden Fall schon mal das Thema deiner eigenen Basis, deiner eigenen Werte, deiner eigenen Säule. Starten wir bei der Botschaft der Engel an dich. Halleluja. Seht ihr es? Es ist tatsächlich die höchste Lenormand-Karte. Es ist die Sonne. Ich hoffe, es blendet jetzt nicht. Ich sehe das gerade tatsächlich nicht in der Kamera. Es ist die Sonne. Und hier sagen dir wirklich deine Engel, die geben dir heute für den Tag mit, öffne dich für die Wärme. Öffne dich für die positive Energie, für die Heilung, die dich umgibt. Hier kannst du wirklich dein Solarplexus-Chakra, deine kompletten Zellen mit der Energie der Sonne aufladen. Und wir hatten so viel feurige Energie eben. Deine Engel senden dir Freude und einen Siegeszug, mindestens einen Siegeszug, Erfolg. Es ist wirklich diese Quellenergie, die zu dir kommt. Was wünscht sich deine Seele von dir? Weil manchmal fällt es uns einfach schwer, noch schwer, immer diesem Seelenruf
Raum zu geben. Und deine Seele, und dafür übersetze ich das heute mal ein bisschen, sagt dir hier, hey, komm wieder in den Einklang mit der Natur und entdecke deine innere Kraft. Deine Seele wünscht sich eine Auszeit und vielleicht auch mal wieder einen Spaziergang. Berühre Bäume, berühre die Erde, nimm Kontakt zu Mutter Natur auf. Erde dich und das wirklich mit dem Bewusstsein und der Achtsamkeit und wirklich respektvoll mit der Natur zu sein. In die Dankbarkeit zu gehen, was siehst du gerade alles? Betrachte die Bäume, die gerade so wunderschön ihre Blätter fallen lassen, in den schillerndsten Farben dich gerade berühren möchten und damit natürlich auch dein Herz erwärmen möchten. Dann geht es weiter. Ach, die haben wir ja schon. Hier sind wir tatsächlich bei deinem Seelenweg, in auf der Zeit gerade, in dem Hier und Jetzt, den du jetzt gerade gehst. Jetzt gerade bist du wirklich dabei, in den, ja, in die Fröhlichkeit zu kommen. Es ist die Freude am Sein zu entdecken und passend auch wirklich diese Freude am Sein in der Natur für dich zu entdecken. Als würdest du vielleicht auch gerade einfach neue Essenzen in dir wahrnehmen, indem du deine Gedanken einfach mal versuchst, ein kleines bisschen positiv zu gestalten und in die Dankbarkeit zu gehen. Das heißt, dein Augenmerk wieder auf die schönen Dinge zu legen. Der Ratschlag, was ist für dich jetzt wichtig für die nächsten Schritte? Und das ist das Durchhaltevermögen, was du brauchst. Ähnlich wie die 8 Münzen, die wir ja auch gestern, meine ich, noch hatten. Das ist dranbleiben. Du darfst jetzt ehrgeizig sein. Und du brauchst wirklich das, diesen Mut, Herausforderungen anzunehmen. Mach dir hier bitte nochmal ganz deutlich, du hast genug Zeit. Schau auch, dass du in der Zeit, wo vielleicht gerade ein gewisser Stillstand ist, dass du dir noch größere Ziele setzt. Erlaube dir, den Gipfel zu erklimmen. Und dafür brauchst du natürlich gute Schuhe. Die Schuhe trägst du unten, da wo deine Wurzeln in den Füßen, ne, sind. Und vielleicht kannst du dein Wurzelchakra jetzt nochmal gezielt mit der Verbindung von Mutter Natur stärken. Und du schaffst das. Glaub an dich. Glaub an dich und an deine Kraft. Also, Herausforderung bzw. der Tipp, was du jetzt brauchst, ist das Durchhaltevermögen, das ist der Grip. Und den Grip findest du unter anderem auch im Solarplexus-Chakra, da, wo drin steht, wie viel PS bringst du auf die Straße? Für wie viel Vision? Also, wie viel Vision ist in dir drin? Wie sehr hast du Bock, Lebensfreude? Und da bist du ja gerade auf dem besten Weg. Dann haben wir deine verborgenen Gaben. Das ist etwas, was du vielleicht noch nie gesehen hast in deiner ganzen Laufzeit, in den ganzen Herausforderungen. Ist dein verborgenes Geschenk, was du im Gepäck hast, definitiv diese Möglichkeit, immer wieder etwas Positives zu sehen, immer wieder in eine Verwandlung zu gehen. Du kannst dich also wundervoll auch von negativen Energien befreien. Du erlöst dich. Du drehst die Medaille um. Du versuchst, immer wieder in eine Transformation zu gehen und auf diesem Seelenweg, der immer mal wieder, ja, auch mit Loslassprozessen zu tun hatte, hast du wirklich diese Gabe bekommen, immer wieder neue Erfahrungen zu machen. Die Verwandlung. Du kannst also etwas verwandeln in der Tiefe deines Seins. Du siehst in jedem Abschied die Chance für einen Neuanfang. Wie schön ist das denn? Und das hast du dir wirklich erarbeitet, unter anderem durch den Weg durch Schattenwelten, durch dieses Rauf und Runter. Hast du diese Gabe, die du jetzt wirklich aktiv sehen darfst, erkannt oder lernst sie jetzt auch neu kennen. Dieser Seelenstein hilft dir, bei diesen Schritten und vielleicht auch dieser Herausforderung dran zu bleiben, das Durchhaltevermögen, diesen Prozess, diesen Weg, hier die Freude wieder zu haben, hilft dir der Tulit, damit du das Große wirklich schaffst, damit du etwas Großes wieder visionieren kannst, damit du dran bleibst, dein Potenzial noch mehr entdeckst. Du kannst auch hier
mit Zypressenöl beispielsweise arbeiten. Hauptsächlich aber, wie gesagt, der Tholit, der dich hier unterstützt. Dann haben wir den Seelenweg, den wir uns anschauen, aus der Vergangenheit. Was bringst du in deinem Gepäck bereits mit? Da haben wir die Karte des Herren. Und die Karte des Herren zeigt dir hier, du bringst eine ordentliche innere Stärke mit. Das heißt, dieser Machermodus. Du sagst Ja zu deiner eigenen Kraft, entstanden durch einen immensen Weg. Das heißt, du bist der Macher, du bist eine Macherin. Du gehst deinen Weg voller Liebe. Manchmal darfst du es vielleicht noch ein bisschen upgraden, diese Selbstliebe, aber dennoch bringst du durch deine vergangenen Erfahrungen einfach dieses selbstständige Tun mit. Eigenverantwortlich etwas in die Wege zu leiten. Welcher Engel ist an deiner Seite? Und den haben wir hier auch schon liegen. Der Engel an deiner Seite ist heute Erzengel Gabriel und er steht für Neuanfänge. Er ist der Engel der Erneuerung. Und vielleicht ist es für dich gerade diese Erneuerung, wieder die Freude am Sein und im Einklang mit dem Augenblick zu sein. Die Engelsvision, die jetzt für dich als positive Zukunftsvision hier in der Legung als Tagesbotschaft für dich kommt, ist es, dass du jetzt wirklich spontan sein darfst. Deine Engel sehen dich sehr fokussiert. Konzentriere dich auf deine Ernte. Du wirst dir die Dinge so zurechtrücken und in Form bringen, wie du sie brauchst. Du erkennst, dass im Loslassen ein Wachstumspotenzial ist. Du erkennst, dass wenn du Dinge nicht zwanghaft festhältst, auf einmal viel mehr Raum und Öffnung stattfindet. Die Vision, die sie haben, ist wirklich eine volle Ernte für dich. Und das kann dich auch wirklich schneller erreichen, als du gedacht hast. Vielleicht hast du noch eine Herausforderung und denkst, das passiert eh nicht. Aber sie sehen es riesengroß und auch wirklich sehr stabil, dass jetzt etwas in Form gebracht wird. Begonnen bei deiner Seele. Und dann folgen die nächsten Schritte, bis du auf dieser Ebene des Menschlichen, des Irdischen bist. Hier haben wir die Zusatzlegebotschaft. Schau mal, und da habe ich die Sterne. Es geht hier wirklich darum, dass die Spiritualität deine Lebensweise sein darf. Deine Seele entwickelt sich gerade. Das heißt, wenn du irgendwo Schnüre drumherum hattest, entwickelt sich das gerade. Das kann ein besonderes Chakra sein, vielleicht dein Kronenchakra, dein Stirnchakra oder auch dein Herz oder es sind Organe oder. Es ist auf jeden Fall diese Klarheit, diese Vision, diese Erfüllung und das sagen dir deine Engel, hey, du wirst dich wieder gut fühlen. Affirmiere, ich bin gesund, ich fühle mich gut. Affirmiere, meine Wünsche gehen in Erfüllung, ich gehe los, alles ist gut. Und was jetzt noch nicht gut ist, wird alles gut werden. Hier, guck mal, heute Abend oder heute Nacht, vielleicht hast du hier einen spontanen Impuls, eine gewisse Klarheit oder du entscheidest dich vielleicht auch jetzt nochmal auf irgendeiner Ebene, deine Spiritualität als Lebensweise anders oder neu zu integrieren. Ja, dass du dich jetzt hier mit der Medialität befasst. Vielleicht sehen wir uns ja sogar in 4 Wochen bei meiner Ausbildung The Empress, die Tarot-Ausbildung, die online stattfindet. Jetzt packe ich dir den Link nochmal in die Videobeschreibung zur Anmeldung. Jetzt noch zum Vorteilspreis, das heißt, hier kannst du nochmal 222 € sparen. Und das sage ich in der Tat nur deshalb, weil hier wirklich die Karte der Spiritualität liegt. Und vielleicht möchtest du dir an der Stelle ein Geschenk machen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und glaub an dich, genieße dich und wir sehen uns spätestens morgen wieder.